Fakten, Fakten, Fakten. Ja, so sagt er immer. Ich bin froh und es freut mich, heute Olaf Opitz begrüßen zu dürfen, zusammen mit Ihnen, liebe Zuschauer. Lieber Olaf, herzlich willkommen bei Hallo Meinung. Ja, ich grüße auch wieder, wie gesagt, Fakten, Fakten, Fakten und sagen, was ist. Ja, so schaut's aus. Olaf, wir haben jetzt das Wahlprogramm der CDU/CSU. Es ist von Spitzenkandidat Armin Laschet und vom bayerischen Ministerpräsidenten vorgestellt worden. Ja, es sind verheißungsvolle Ankündigungen, die da heißen, keine Steuererhöhung, Energiekosten werden euch nicht groß belasten. Olaf, du als erfahrener Politjournalist, wie gehst du damit um? Ja, ich habe mir das ja angeguckt und auch die Ankündigung gehört und musste wirklich denken, das ist ein Beruhigungsprogramm für die Wähler. Geht mal schön zur Wahl, macht euer Kreuzchen. Wenn der gute Onkel von der CDU zum Kanzler gewählt wird, dann passiert euch nicht so viel. Dann wird alles gut gehen. Achtung, es gibt ja auch die Ansage, das Wahlprogramm der Union soll sich an die schweigende Mitte wenden. Das heißt, die schweigende Mitte, guck an, wir haben euch wieder im Blick, wir haben euch ganzen Jahre ausgepresst und vergessen und euch leiden lassen unter der Pandemie. Aber jetzt kümmern wir uns um euch und wir versprechen euch, keine Steuern zu erhöhen. Und da kann ich nur sagen, in 30 Jahren bundespolitischer Korrespondenz und Beobachtung der Bundespolitik, und ich habe ja mehrere Regierungen schon an mir vorbeirauschen sehen und auch die ganzen Ergebnisse miterleben dürfen. Ich sage, glaubt denen nicht so viel. Was schert mich mein Geschwätz von gestern, ist ein alter Spruch. Oder noch besser, ich weiß nicht, Peter und die Zuschauer, ob Sie sich noch an den Steuer-Gerd-Song, die Gerd-Schuh und den Steuersong erinnern können. Was du heute kannst versprechen, darfst du morgen widersprechen. Ich bin ja jetzt euer Kanzler. Ich erhöhe euch die Steuern, gewählt ist gewählt. Ihr könnt mich jetzt nicht mehr feuern. Das ist ja das Geile an der Demokratie. Und so läuft das ein Stück. Es ist jetzt eine Beruhigungspille, die versprochen wird, dass keine Steuererhöhung kommen soll, angesichts, und da können wir gleich nochmal drüber sprechen, angesichts von horrenden Staatsschulden, die wir durch die Pandemiekrise angehäuft haben und die sogar noch im Augenblick, ich habe gestern mit Haushaltspolitikern im Bundestag gesprochen, die jetzt sogar noch die Kosten der deutschen Einheit übertreffen. Das sind Lasten für Generationen, die da hinten dran sind, die noch nach uns kommen oder jetzt gerade geboren werden oder jetzt jung leben, die sie sich gar nicht vorstellen können. Und die Politik regiert ja immer nur 4 Jahre und ist dann weg. Angela Merkel hoffentlich ist dann auch weg. Aber der Schaden, der jetzt da ist und die Lasten, die sind nicht weg, der bleibt. Und das ist schon ein Riesending. Olaf, du sprichst von den nicht stattfindenden Steuererhöhungen. Nun ist es so, sehen wir ja, dass Corona drückt ja die Steuereinnahmen. Das heißt also, die prognostizierten Steuereinnahmen sind ja geringer, als man noch 2019 für die kommenden 5 Jahre gedacht hat. Ist das, wenn du so willst, um es mal hart auszudrücken, ein Etikettenschwindel? Also ich würde es ja sogar noch drastischer formulieren. Ich würde ja sagen, an diesem Wahlprogramm zur Volksberuhigung der Wähler hat Münchhausen mitgewirkt. Also erstens, die Steuereinnahmen brechen ein. Zweitens haben wir gigantische Belastungen und Verschuldungen. Also ich habe gestern, wie gesagt, mit Haushaltspolitikern gesprochen und oder diese Woche und habe mal die neuesten Zahlen mitgebracht. Also im letzten Jahr, Stand 22. Mai, hatten wir also Maßnahmen von Verschuldungen, die durch Corona aufgelaufen sind, von 1,173 Billionen. Darunter waren haushaltswirksame Maßnahmen von 353,3 Milliarden Euro. Und der Umfang von Garantien in verschiedenster Weise für Betriebe, Krankenhäuser, Gesundheit und allem drum und dran, 819,7 Milliarden. Also wie gesagt, 1,173 Billionen. Und die deutsche Einheit, das haben wir immer gehört, hat eine gute Billion gekostet. Ja. Und inzwischen belaufen sich aber die Corona-Schulden laut Unterlagen des Bundesfinanzministeriums, sagt mir die Haushalte, auf unglaubliche 1,32 Billionen, Stand 24. März 2021. Und das will man jetzt alles ohne Steuererhöhung machen. Im Grunde genommen ist es ja auch eine Mogelpackung, dass das
Programmsteuererhöhungen haben ja schon stattgefunden, zum Beispiel die Tabaksteuer. Die ist ja schon jetzt erhöht worden vor der Wahl. Und da wurde mal erzählt, das machen wir nicht wegen dem Geld. Nein, nein, das machen wir wegen der Gesundheit. Ist natürlich Quatsch. Gesundheit spielt zwar eine Rolle, aber die wollen das Geld haben. Wenn die Raucher sich mal entschließen würden, nicht zu rauchen, da würde der Staat in große Schwierigkeiten kommen. 14,7 Milliarden haben wir jetzt im Augenblick und Steuereinnahmen durch die Tabaksteuer nächstes Jahr sind es 15 Milliarden. Ja, vor Jahren waren es noch 12 bis 13 Milliarden. Also die Einnahmen steigen, die Raucher werden im Wesentlichen nicht viel weniger. So, und dann haben wir ja noch einen interessanten Hinweis von Herrn Söder, der ja, da genau komme ich ja auf Münchhausen und was schert mich mein Geschwätz von gestern? Der hat nämlich hingewiesen, und das ist sehr, sehr interessant. Achtung Wähler, sage ich nur, das habt ihr doch selber nicht geglaubt, dass die Union nicht Steuern und Abgaben erhöhen wird. Denn CSU-Chef und Muttis Schärfster Markus Söder hat jetzt schon zugegeben, dass man nach der Bundestagswahl einen Kassensturz machen möchte, um festzustellen, welche Pläne aus dem Wahlprogramm, da können wir gleich noch mal kurz nachher drüber reden, wann und wie umgesetzt werden. Ein ganz wichtiger Hinweis. Jeder Wähler sollte dem ganz genau zuhören. Dann würden Stück für Stück Prioritäten definiert. So, der Kassensturz könnte aber erst nach der Wahl erfolgen. Also, liebe Wähler, erst wenn ihr euer Kreuz gemacht habt, weil erst dann die politischen Verantwortungen neu verteilt sein. Und jetzt kommt noch ein ganz toller Hinweis. Dann sagte noch Söder und Muttis Schärfster, den Zahlen von Vizekanzler Olaf Scholz könne man nicht so vertrauen. Und der ist ja nur Bundesfinanzminister in der Großen Koalition. Also, wer Union wählt, bekommt später nicht nur die Grünen im Beipack als Schwarz-Grün, er wählt auch klassisch die Katze im Sack. Das muss man so sagen. Es ist eigentlich ungeheuerlich, aber die Medien fallen ja als Kritiker aus. Ich kann es ja immer nur wieder sagen, Sturmgeschütz der Demokratie war mal. Heute sind die Großteil der Medien nur noch, fühlen sich als Heimatflak der Bundesregierung und der Landesregierung. Und das wäre eigentlich die Aufgabe für einen Journalisten, diese Wahlversprechen, die sie wahrscheinlich nicht einhalten können, auseinanderzunehmen. Ergänzend dazu haben wir natürlich auch, wenn wir an die Zapfsäule fahren, eine deutliche Erhöhung der Spritpreise. Du sagtest, wenn wir machen dann einen Kassensturz, kann der Kassensturz auch zu der Erkenntnis führen, eigentlich sollten wir einen Insolvenzverwalter rufen, denn ich kann es ja immer dann auf die anderen schieben. Wir haben das nicht gewusst und du sagtest richtigerweise, Bundesfinanzminister Olaf Scholz, wir haben erlebt bei Wirecard, dass er da nicht den Durchblick hat. Ist es nicht, wenn ich in einer Koalition bin, CDU, CSU, ist es nicht ein Armutszeugnis, dass ich in der Koalition eines Bundesfinanzministers habe? Man sagt, man kann den Zahlen nicht trauen. Das ist doch eigentlich Betrug am Souverän, am Volk. Es ist im Prinzip ungeheuerlich, sowas noch vor der Wahl über seinen Koalitionspartner zu erzählen. Aber du siehst ja, es hat ja kaum Wirkung. Medien kümmern sich darum nicht, um sowas aufzuklären. Also man muss diese Sätze ja hören, hinterfragen, das ist eine journalistische Aufgabe, ja, und wenn ich solche Sätze höre, da bin ich hellwach und dann sage ich mir, was für ein unglaubliches Zeug, und was man jetzt versprochen hat, wir müssen nur noch mal ein bisschen kurz sagen, was sie uns versprochen haben, von der Union im Arbeitnehmerpauschbetrag soll von 1.000 auf 1.250 angehoben werden und die Unternehmenssteuergewinne, jetzt kommt's, sollen maximal bei 25% besteuert werden. Wie sie das hinkriegen wollen angesichts dieser leeren Kassen, ist die zweite Frage. Das ist auch eine Beruhigung an die Unternehmen, so nach dem Motto, gebt uns die Parteispenden, dann tun wir euch nicht so weh. Ob wir das aber hinterher, wie Herr Söder sagt, einhalten können, müssen wir erst den Kassensturz machen. Und Kassensturzbegriff heißt immer, das habt ihr doch selber nicht geglaubt, dass wir das alles so machen können. So, Minijobs sollen noch erhöht werden von 450 auf 550. Ja, eine Rente soll bei 67 bleiben, weil es ja da schon Vorschläge gab, eine Rente mit 68. Und jetzt kommt der größte Brüller im CDU-Wahlprogramm, schnelleres Internet. 15 Milliarden sollen bis 2025 ausgegeben werden. Wer regiert denn hier seit 2005? Schnelleres Internet. Fahr mal nach Polen, da kannst du schnelleres Internet erleben. Da liegst du in Gedingen bei Orlova am Strand.
Strand hast du Free Wi-Fi. Breslau, eine wunderschöne Stadt, meine Heimatstadt meines Vaters, kann ich nur jedem empfehlen. Ihr habt Hi-Fi, Wi-Fi an allen Ecken und Enden. Ja, da kann man mal lernen, wie man schnelles Internet macht, aber nicht in Deutschland. Da kann ich immer nur meinen Schulfreund zitieren, der immer sagt, ewig, ewig, ja, wenn er das auf seinem Telefon sieht. Ja, Bürokratieabbau für Unternehmen soll auch noch versprochen werden von der Union. Bürokratie, die regieren seit 15 Jahren mit dieser ganzen Bürokratiemonster und jetzt versprechen sie uns das und dann kommt ja der Hammer, du hast es ja erwähnt, die Spritpreise werden ja jetzt schon alle erhöht und die Energiepreise, da bluten wir ja alle, vor allen Dingen die Familien. Das ist übrigens ganz wichtig. In 24 Jahren soll Deutschland ein klimaneutrales Land werden, verspricht die Union. Ja, durch höhere CO2-Preise und vor allen Dingen Energieumlagen, erneuerbare Energieumlagen. Ja, aber wer zahlt das denn? Der Bürger, der Mittelstand, die kleinen mittelständischen Industrien, die nicht energieintensiv sind, weil die energieintensiven Betriebe sollen hingegen entlastet werden. Ja, damit sie nicht ins Ausland abwandern. Also das ist doch alles ein Zirkus, der hier veranstaltet wird. Der ist ungeheuerlich. Natürlich werden auch energieintensive Betriebe belastet, weil Transport verteuert sich und die Waren müssen ja auch zu diesen Betrieben kommen, also werden sie auch mehr zahlen. Aber im Wesentlichen zahlt das der kleine Bürger, der Mittelstand, der bezahlt, während die Kernindustrie soll noch halbwegs geschont werden, weil ja sonst alles in den Bach runtergeht. Und das ist eigentlich ungeheuerlich, die Politik. Also entweder entscheiden sie sich mal, dann sollen sie mal die Energiewende richtig machen, dann werden sie sehen, was sie haben, ein deindustrialisiertes Land. So lassen sie die Bürger das bezahlen und das finde ich einfach nicht fair. Und ungerecht, und das ist für mich keine bürgernahe Politik für die schweigende Mitte. Da kann ich nur drüber lachen. Ja, die wird plötzlich wieder entdeckt. Olaf, du hast es angesprochen, Rente mit 67. Einwand von der Redaktion, die Bitte, wenn du Peter Altmaier oder andere triffst, wir laden sie herzlich ein, mal eine Woche mit bei uns auf dem Bau zu arbeiten. Dort haben wir Menschen, die wirklich seit 30 Jahren diesen Handwerk nachgehen, einen sehr respektablen Handwerk. Und ich bitte Sie mal, eine Woche mitzuarbeiten und wie es dann ausschaut, mit 67 auf dem Dach zu stehen, zu mauern, Estrich zu verlegen, zu verputzen, wie auch immer. Eine Woche lang lade ich die Herrschaften ein, die Rente mit 67 ohne Differenzierung tragen wollen. Bevor wir zu Merkel kommen, ein aktuelles Thema. Wir haben nur noch ein Thema, das ist das Thema Bunt- und Regenbogenfarben. Das lassen wir mal völlig ohne Wertung jetzt, aber alle stürzen sich da drauf. Ursula von der Leyen tourt durch Europa die 750 Milliarden Corona-Aufbaufonds. Da werden die Gelder vergeben. Du hast gerade eben gesprochen von dieser gigantischen Summe, über 1,3 Billionen mehr als die deutsche Einheit gekostet hat. Jetzt gibt man noch von EU-Seite von Brüssel 750 Milliarden aus. Olaf, das sind Randnotizen in den Medien. Was ist los? Ja, also diese Corona-Schulden müssten eigentlich jeden aufschrecken, aber Glaube und Hoffnung, damit wird gespielt. Man hofft, dass die Konjunktur wieder voll anspringt, dass wieder alles läuft, dass alles prima ist und dass keine Pleiten entstehen. Man hat ja dieses ganze System so gestaltet, für die Arbeiter, für die Arbeitnehmer natürlich sehr günstig und gut. Kurzarbeitergeld, Insolvenzen wurden ausgesetzt, die Insolvenzantragspflicht. Aber das ist ja alles taktisch gewesen bis zur Bundestagswahl, 30. September. Man soll halt beruhigt zur Wahl gehen, um nachher sozusagen hinterher wird der Kassensturz und wird auch der Kassensturz in den Sozialleistungen gemacht. Dann werden wir ja sehen, was dann passiert, wie viel dann wirklich wieder in Jobs sind, wie viele Betriebe wirklich überleben und auch die Chance haben, angesichts der weiteren angekündigten und schon beschlossenen Erhöhungen dieser Klimaenergiepolitik. Das müssen wir ja noch sehen. Und Brüssel, wir haben es ja schon angesprochen, bekommt jetzt ja noch mehr Kompetenzen, zum Beispiel durch einen Klimabeauftragten, der kann ja dann noch anordnen, noch Sachen, die wir schon machen und nochmal verschärfen. Und da gilt natürlich immer die berühmte Regel, in Brüssel wird es erdacht, in Deutschland wird es gemacht, in Frankreich, Griechenland und Italien wird gelacht. Ja, ob die das nachher alles umsetzen, das ist alles fraglich, während die Deutschen natürlich sofort jede Verschärfung durchziehen. Deutschland hat im Bundestag ohnehin schon praktisch der EU-Schuldenunion zugestimmt, übrigens auch die FDP zu großen Teilen, ja, obwohl sie selbst gesagt hat, der Fraktionsvorsitzende Christian Lindner, das wolle er aber alles ändern, so wolle er es nicht, aber man stimmt jetzt mal für das Corona-Hilfspaket zu.
Damit kann ja der EU-Staat ja auf unseren Haushalt zugreifen. Also wir können uns mehr verschulden, wir müssen höhere Summen zur Verfügung stellen, weil Großbritannien ist ja auch ohnehin nicht mehr Einzahler in die EU-Kasse. Wir sind jetzt der allergrößte Einzahler. Und hier gilt natürlich immer die Regel, Europa ist schön, wenn Deutschland zahlt. Also, und dann kommt noch hinzu, dass es keine Einstimmigkeit mehr gibt. Das ist ja auch aufgehoben in der EU. Die Einstimmigkeit der Beschlüsse. Deutschland kann jetzt in der EU überstimmt werden. Also wenn sich dann südosteuropäische Länder einig sind, dass mehr Geld in die Kasse kommt, dann können wir uns gar nicht mehr dagegen wehren. Angedacht wurde dieser Plan ja oder beabsichtigt war ja, damit Polen oder Ungarn klein zu machen. Ja, aber das richtet sich jetzt auch gegen Deutschland, dieses System. Also es sind sehr, sehr viele Gefahren da, kommen auf uns zu. Und da müssen wir jetzt mal schauen, was nach der Wahl alles passiert. Wie gesagt, Kassensturz, neue Regierung und Angela Merkel wird auch nicht so schnell nach der Wahl aufhören. Liebe Zuschauer, um das nochmal zu verdeutlichen, was Olaf Opitz sagt, dieses Einstimmigkeitsverhalten bedeutet wirklich, dass wir in leichter Form überstimmt werden können. Und wir sind nun mal der größte Nettoeinzahler. Davon muss man ausgehen. Also die Gefahren, die es hier in sich birgt, die sind... Peter, wir müssen auch nochmal erklären, dass es in Europa so ist. Da hat sich übrigens Rainer Brüder, der FDP-Fraktionschef, immer fürchterlich darüber aufgeregt, über diese Zustände. Zu Recht. Ja. Malta hat genauso viel Stimmrecht in vielen Gremien bis hin in der EZB, wo dann die nochmal die Teilnehmerzahlen ausgewechselt werden, aber so genauso viel Stimmrecht wie Deutschland oder Luxemburg hat genauso viel Stimmrecht wie Deutschland. Also anhand der Bevölkerungszahlen und der Wirtschaftsleistung eigentlich ungeheuerlich, was da stattfindet. Gerecht wäre, wer eine hohe Wirtschafts- und Bevölkerungsleistung hat und Bevölkerungszahlen müsste auch mehr Stimmen haben. Aber so ist das Europa nicht gestaltet. Also Nordmazedonien, wenn die irgendwann in die EU kommen, dann haben die genauso viel Stimmrecht wie Deutschland. Ja, die haben uns 2-1 geschlagen in der Vorbereitung zur EM, aber so ist das halt. Nun muss man ja sagen, diese Thematik trifft ja im Endeffekt so, die Zeche zahlen wir, der Souverän. Das heißt also, alles, was dort ausgehandelt wird, alles, was dort an luxuriösen Dasein vorgelebt wird, zahlen alles wir, die Zeche. Wir haben im September Wahlen. Nun hat man die Zwischentöne von Angela Merkel gehört, voraussichtlich ihre letzte Neujahrsansprache. Olaf, hilft den Zuschauern, was kann das bedeuten? Es ist Folgendes. Die Politik rechnet ja ohnehin und viele Abgeordnete, ich habe mir mit zahlreichen nochmal gesprochen, dass die Regierungsbildung sich nach dem, ich glaube, 26. September ist der Sonntag, nach der Wahl sich ja noch hinziehen wird. Das ist ja nicht so, wenn gewählt wird, kommt sofort eine neue Regierung. Da gibt es Sondierungen. Im Augenblick sieht es ja so aus, dass die Mehrheitsverhältnisse da sind für Schwarz-Grün. Ja, noch. Die gibt es noch. Da kann ich gleich noch was sagen. Und es gibt auch eine Ampel. Ja, die ist auch möglich. Also das heißt SPD, FDP und Grüne. Oder Union und Grüne, die könnten jetzt den Kanzler stellen. Also es ist im Prinzip Armin Laschet als schwarz-grüner Kanzler oder Annalena Baerbock als Kanzlerin einer Ampel. Selbst wenn Herr Lindner jetzt in der Bild mal durchgestochen hat, er würde Frau Annalena Baerbock als Kanzlerin nicht wählen, aber er wollte sich direkt und explizit erst äußern, kurz vor der Wahl, je nach Lage. Da kann ich nur sagen, abwarten. Was hinter einer Wahl ist, ich erinnere nur an den Gerhard Schröder-Song. Bei Jamaika hat die FDP gestanden. Aber ob sie durch medialen Druck nochmal so stehen kann nach der Bundestagswahl, ist offen. Das heißt also, die Grünen sind jetzt in einem Tal der Tränen. Die haben jetzt ihre größten Skandale jetzt durch mit Corona-Sonderzahlung und so weiter und so fort. Wenn die Medien, sie lieben ja diese Partei, sie in Ruhe lassen, werden die sich leicht erholen können und die CDU jetzt auf ihrem Wahlerfolg, ihren scheinbaren Wahlerfolg von Sachsen-Anhalt ist jetzt auf einem aufsteigenden Ast, aber ob das so bleibt, es sind noch 3 Monate. So, das kann sich alles noch wandeln und wenn die Grünen dann wieder stärker sind, kann das einen ganz anderen Druck auf die FDP geben. So, jetzt kann aber die Regierung weiter regieren. Die muss ja im Amt bleiben. Und Angela Merkel hat ja noch ein Ziel. Sie will ja unbedingt, also das ist ja, wird kolportiert, aber es passt ins Personenbild.
Sie möchte gerne die am längsten amtierende Kanzlerin oder der am längsten amtierende Kanzler Deutschlands sein. Und dazu muss sie Helmut Kohl schlagen. Dafür muss sie bis zum 17. Dezember 2021 noch im Amt bleiben. Dann hat sie die Amtszeit von Kohl überholt in der Länge. Und das kann durchaus möglich sein, weil die Regierungsbildung sich ja noch hinzieht. Das wird nicht so schnell gehen. Sondierungen zwischen FDP, Grünen und SPD, CDU und Grünen, das wird alles dauern und die Koalitionsverhandlungen werden dauern. Die Lage ist ja schlimm. Es muss ja der berühmte Kassensturz gemacht werden. Und da muss ja festgelegt werden, welche Maßnahmen will eine Regierung bilden, sodass halt sich diese Regierungsbildung ganz lang hinzieht. Und es durchaus sein kann, dass Angela Merkel noch nach der Neujahrsansprache 2021 da ist, denn sie hat ja gesagt, es ist aller Voraussicht das letzte Mal, also das hat sie ja schon gesagt, dass sie eventuell nochmal eventuell eine Ansprache halten kann. Und das heißt, dass Angela Merkel bis Anfang Januar durchaus weiter amtierende Regierungschefin von Deutschland ist. Und das heißt also mitten in der Virussaison. Und das heißt natürlich, Freunde, stellt euch auf scharfe Corona-Maßnahmen ein, denn die werden gnadenlos nochmal durchgezogen. Denn man kann bis zum 30. Dezember sind diese Notmaßnahmen ja möglich, kann durchaus verlängert werden, weil der Bundestag tagt nochmal im September. Also man kann diese ganzen Maßnahmen und Regelungen nochmal verlängern. Und das wird bestimmt nach der Wahl der Fall sein. Da würde ich mir fast eine Wette abschließen bei Bet and Win. Und dann ist Angela Merkel sozusagen noch bis Anfang nächsten Jahres im Amt. Ist es möglich? Olaf, die ganzen Maßnahmen, die wir hier erleben, die begründen sich ja auf Intensivbetten, auf Inzidenzwerte und Todesfälle. Jetzt haben wir das, wir haben ja selber mit dem Vorsitzenden des Bundeshaushaltsausschusses gesprochen. Das, was wir bereits vor einem Dreivierteljahr gesagt haben, ist nun bittere Wahrheit geworden. Bei den Intensivbetten wurde es, um vorsichtig zu sprechen, wurde geschummelt. Die Inzidenzwerte, wir erleben es von der Universitätsklinik Essen-Duisburg, die Inzidenzwerte sind relativ betrachtet nichts wert. 190.000 PCR-Tests, die überprüft wurden, haben ergeben, dass im März 80%, 160.000 nicht ansteckend waren. Wir gehen immer noch nach Inzidenzwert. Und die Validität der Todesfallzahlen geben jetzt renommierte Wissenschaftler zu, da sagen, nützt uns nichts, weil sie nicht richtig sind. Ist die Politik völlig abgekommen, die Bürgerinteressen noch zu vertreten und auf Wissenschaftler zu hören, sondern nur auf ihre hauseigenen Wissenschaftler und Virologen und Epidemiologen? Na, die breite Vielfalt, die wir ja immer sonst so beschwören, Weltoffenheit, Vielfalt, findet genau in dieser Frage nicht statt. Da ist man sehr einseitig, da setzt man sehr auf sozusagen, wie würde ich das beschreiben, als Pandemienationalismus. Ja, also da ist man plötzlich sehr eigen, dann beeindruckt man sich gar nicht, was in Schweden oder in der Schweiz viel liberaler und mit mehr Eigenverantwortung passiert, sondern da will man die harte Tour machen. Und gestern haben ja Bundestagsfraktionsmitglieder gesagt, von der Union hat ja Kanzleramtsminister Helge Braun, das ist ja der Mann für Merkels verschärften Corona-Kurs, sagte mir einer, dafür ist er ja eingestellt worden, dass er diese Zahlen, er hat ja wieder die Übersterblichkeitszahlen von allen möglichen Ländern beschworen und in Deutschland sei sie nur 4% und überall sei es viel schlimmer, in Bulgarien und in USA und. Du sagtest vorhin, die Todeszahlen seien ja nicht richtig. Naja, erfasst sind sie schon, richtig sind sie insofern, ja, aber sie sind nicht valide und aussagekräftig, weil wir ja an und mit Corona, wir wissen ja nicht wirklich, wie ist wirklich definitiv jemand an Corona gestorben? Diese Bundesregierung wollte es nicht wissen. Ich bin jetzt kein Wissenschaftler, aber wenn ich einer wäre und ich habe mir mal überlegt, Meteorologie zu studieren, für mich wäre es wichtig, als Wissenschaftler zu wissen, ob wer wirklich an Corona stirbt und nicht nur einen Herzinfarkt hat und bei dem der Virus festgestellt wurde, weil er in der Klinik verstorben ist oder schwer an Krebs erkrankt war und eine ganz andere Todesursache hat oder einen Verkehrsunfall. Alle die werden ja subsumiert unter an und mit Corona verstorben. Und das ist das Unfaire und auch, finde ich, unsachliche an einer Corona-Politik oder Pandemie-Politik. Und wir müssen ja auch noch eins sehen, nochmal für alle Menschen. Und die Frage muss man sich einfach stellen, wie gefährlich ist eigentlich was ist eine gefährliche Pandemie? Wo fängt die denn an?
Wir haben jetzt im Augenblick seit Beginn der Corona-Pandemie oder Krise über 63 Millionen Tests durchgeführt. Davon waren 3,73 Millionen positive Tests, die sind gefunden worden. Das ist die größte Rasterfahndung nach einem Virus in Deutschland, die es je gegeben hat. Das sind aber exakt 4,5% der Bevölkerung. Da ist der festgestellt worden. Ist das jetzt eine riesengefährliche Pandemie, wenn man so viel testet und findet den bei 4,5% der Bevölkerung? Meinetwegen kann es noch ein bisschen mehr sein, aber das ist doch verschwindend gering bei 83 Millionen Menschen. So, dann sind 3,61 Millionen genesen. Genau diese Frage dieser Studie. Ja, waren die denn wirklich krank? Wie kann man feststellen, dass sie genesen sind? Oder rechnet man einfach 14 Tage Quarantäne dazu, nachdem man den Virus festgestellt hat und man hat sie nach Hause geschickt? Also diese ganzen Sachen sind überhaupt nicht aufgesplittert. Und auf die Welt gesehen ist es ja auch so, da haben wir 179 Millionen Fälle, also praktisch diesen Virus festgestellt, bei 7,9 Milliarden Menschen. Das sind genau 2,27% der Weltbevölkerung. Ist das eine gefährliche Pandemie? Ich will es einfach nur beantwortet haben. Ich frage einfach nur. Ich bezweifle nicht die Gefährlichkeit von Corona, aber ich will solche Fragen beantwortet haben. Und dann stellen wir fest, diese Bildenthüllung mit den von der Bild-Zeitung Intensivbettenbetrug. Man muss es ja so sagen, es ist eine Mogelei. Man hat Überlastungen suggeriert, die gar nicht da waren. Und das dafür verantwortlich ist unter anderem auch also erstens die Krankenhäuser und zweitens auch das sogenannte DIVI, das Intensivregister, die natürlich Interessen hatten, die Intensivbetten hochzuhalten, weil das auch das Geschäft des Verbandes war. Also es ist ja geschäftlich, hat sich das ja gelohnt. Und die Inzidenzzahlen, die politisch da festgelegt wurden, sind ja auch äußerst manipulativ. Ich bezweifle nicht, dass man sie so errechnen kann, aber zum Beispiel, ich nenne mal nur ein Beispiel, kleine Landkreise mit geringer Bevölkerung auf großen Flächen werden ja hochgerechnet. Die werden im Prinzip, da werden die Zahlen nach oben gedrückt. Zum Beispiel Lüchow-Dannenberg hat 50.000 Einwohner, knapp rund. Oder Freyung-Grafenau im Bayerischen Wald, 78.000. Die kriegen automatisch höhere Inzidenzen, Ausgangssperren und alles Mögliche aufgedrückt, obwohl sie viel weniger Einwohner auf einer viel größeren Fläche, also Risiko dort eigentlich gering, ja, geringer. Und dann hört man, wie gesagt, im Staatsfunk, und das ist die Einseitigkeit, Weltoffenheit fehlt hier und Vielfalt bei den Virologen, wenn im Staatsfunk hören wir immer noch diesen Alarm-Virologen Martin Stürmer, ständig im Morgenmagazin, also der Name ist Omen, Nomen ist Omen bei Martin Stürmer im Morgenmagazin, und dann der Gesundheitspaniker, andere kann man ihn ja gar nicht mehr nennen, Karl Lauterbach von der SPD im Netz, das Volk hat ja auch schnell Humor entwickelt, fast wie zu DDR-Zeiten, dort heißt er schon Klabauterbach, ja, das sind nur Leute, die immer nur Panik, Angst verbreiten, und Angela Merkel fördert dies ja. Das ist ja die Endesunterzeichnete ist Angela Merkel. Sie setzt nicht auf Eigenverantwortung, Vernunft und vertraut den Menschen was zu. Nein, Angst. So war das auch gestern wieder in der Fraktion. Sie hat ja da noch gesagt, die Pandemie ist erst zu Ende, wenn die Welt geimpft ist. Also da ist erst die Pandemie zu Ende. Also es soll nicht aufhören. Und irgendwie, muss ich sagen, müssen wir unser Leben anders einrichten. Wir müssen damit leben, wir müssen aber auch mit Risiken leben. Und da gibt es auch so einen Volksspruch immer, jedes Leben ist das Gefährlichste. Ja, es endet mit dem Tod. Das ist ein Witz. Ja, also es ist nicht ernst gemeint. Ja, aber es ist viel Sinnhaftigkeit. Ja, es ist Sinnhaftigkeit. Wir können nicht immer jedes Risiko absichern. Das hat ja übrigens Armin Laschet bei der vorletzten Bundestagsfraktionsversammlung beklagt. Er hat genau gesagt, der Staat kann nicht alles absichern. Wir müssen auf die Eigenverantwortung der Bürger setzen. Das finde ich genau richtig. Insofern teile ich da Armin Laschets Meinung komplett. Ja, das ist so, wir müssen den Bürgern vertrauen, und Schweden hat es gemacht. Das ist ein liberales Land, hat gezeigt, wie man mit liberaler Politik liberal seinen Leuten was zutrauen kann. Ergänzend dazu, Thema Inzidenzwert, um es nochmal klar zu sagen, die Uni in Duisburg-Essen hat 190.000 PCR-Tests angeschaut, März 2021, davon waren 160.000 aufgrund des CT-Wertes nicht ansteckend. Das muss man sich mal durch den Kopf gehen lassen. Die Validität der Todesfallzahlen zwischen 8 und 10 Wochen nach einer Infektion oder nach einem positiven Test gelten die Menschen als gesund. Aber stirbt jemand 14, 15 Wochen danach ohne Zusammenhang, dann ist er an, mit und in Folge von Corona gestorben. Also insofern sind die Todesfallzahlen auch kein Indikator
der in dieser Form zu dieser Beeinträchtigung der Maßnahmen führt. Lieber Olaf, du zeigst mir immer wieder, wie tief du im Geschehen bist, dass du ein Journalist bist, der die Dinge auf den Punkt bringt, der nicht umherredet. Was möchtest du unseren Zuschauern, deinen Zuschauern noch mitteilen? Ja, ich würde sagen, schaut euch genau an, was euch versprochen wird bei der Wahl und überlegt, ob das auch umsetzbar ist. Also wie gesagt, das CDU-Wahlprogramm halte ich für insofern nicht seriös, weil es einfach nicht so umsetzbar ist, sein wird. Und Markus Söder hat es ja gesagt, wir werden danach einen Kassensturz machen. Und da wäre ich hellhörig, wenn von Kassensturz gesprochen wird. Also Vernunft, nachdenken, wem man was zutraut und wem man sein Schicksal anvertrauen will. Und ja, aber im Wesentlichen gibt es nicht viel Wahl. Das ist das Problem. Man muss halt auch seinen Protest auch zum Ausdruck bringen. Man kann auch mal durchaus dem einen oder anderen Abgeordneten mal eine Mail schreiben oder einfach mal sagen, was seine Probleme sind, damit die auch mal mitkriegen, wie es überhaupt draußen tickt. Ich erinnere nur daran, dass Olaf Scholz im Bild-Interview zugegeben hat, er wisse nicht mal den Benzinpreis. Ja, also das ist ja unglaublich. Der Finanzminister hat keine Ahnung, was es an der Zapfsäule kostet. Ich kann nur sagen, 1,60, 1,50 zahlst du jetzt im Augenblick. Wenn du Glück hast, unter 1,50, dann musst du aber genau um 18 Uhr an der Zapfsäule sein, damit du 1,48 tanken kannst. Das sind doch alles abgehoben. Ich habe die Politiker früher mal gerne in Schutz genommen, aber ich muss sagen, für mich ist das eine Abgehobenheit. Olaf Scholz ist für mich, ich habe immer gedacht, das sei noch ein anständiger Sozialdemokrat, aber wer sowas sagt, dass er nicht einen Benzinpreis weiß, weil er natürlich einen Dienstwagenfahrer hat und null bezahlen muss. Oft haben Minister wirklich nicht mal ein Portemonnaie dabei. Ja, Klaus Kinkel, nachdem die Wahl 1998 vorbei war und er nicht mehr Minister war, hatte immer noch seinen Fahrer, der wollte in Bonn einen Schuh kaufen. Der hatte kein Geld dabei, da musste der Fahrer das Geld ausgeben. Also die sind alle wirklich, die leben in einem Bereich. Ja, Joschka Fischer hat sich im Bundestag auch nur im Restaurant mal aushalten lassen von uns. Der hieß bei uns in der Redaktion immer der Mitesser, weil er nie selber bezahlt hat. Ja, also das ist einfach unglaublich, was du in diesem Leben erlebst. Und die Politik, der geht es gut. Wie gesagt, der Bundestagsabgeordnete hat über 10.000 Euro brutto. Ja, dann hat er noch 5.000 Euro Pauschale, die er noch ausgeben kann nach Gutdünken. Dann kann er umsonst mit der Bahn im ganzen Netz fahren. Die Flüge werden bezahlt, er hat einen Fahrdienst und er hat noch Taxischein und alles Mögliche. Ja, und da kannst du wirklich natürlich, und die Minister noch viel mehr, die haben Kofferträger, die haben Fahrer, die müssen gar nichts machen. Und deswegen weiß er sogar ehrlich vom Scholz, dass er zugibt, er weiß nicht, was das Benzin, der Liter Benzin kostet. Also Kinder, deswegen sage ich, schreibt dem mal einen Brief. Liebe Zuschauer, ja, solche Journalisten, wie wir sie hier erleben, Olaf Opitz, die Welt der Aufklärung würde anders ausschauen, aber daran arbeiten wir. Und ich kann jedem nur empfehlen, Olaf Opitz, die Artikel aufzurufen. Sehr lesenswert, sehr hörenswert. Lieber Olaf, danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Pass auf dich auf. Ja, ich sage Ahoi.